Grüß Gott, mein Name bei Ländli TV. Begegnung am Berg ist angesehen. Berg heißt bei mir Zimba, Vizbuin, aber auch kleine Wanderungen und auch wunderschöne, wenn es Ländli ist, einfach schön. Heute sind wir eigentlich in der Wiege des Skilaufs. Wir sind am Arlberg. Und es freut mich ganz besonders, dass der Tourismusdirektor, der Hermann Ferher, sich Zeit nimmt und uns eine neue Variante von Begegnung am Berg sagt. Servus, Hermann. Grüß dich. Servus, Franz. Willkommen am Arlberg. Was machen wir jetzt in Lech Zundrix? Ja, wir gehen heute auf unseren neuen, wunderschönen neuen Golfplatz nach Zug rein und schauen uns ein bisschen den Golfplatz an und reden ein bisschen über den Sommer in Lech. Übrigens der höchstgelegene Golfplatz in Österreich, auf 1500 Meter. So ist es. Und wir haben auch dort schon den höchstgelegenen Abschlag der Alpen gemacht. Aber da kommen wir später noch zum Reden. Ja, du, wir kommen zum Golf. Bist du ein begeisterter Golfer? Ich bin seit 30 Jahren Golfer, habe es in Kitzbühel gelernt und darf es jetzt in Lech weiterspielen. Ja, das ist ein schönes Spiel. Danke. Kommen wir da rein. Komm rein. Hermann, du bist ja als Visionär und Umsetzer bekannt. Hast du den Golfplatz initiiert? Initiiert hat der Clemens Walch, der Chef vom Gotthard. Aber ich habe, das traue ich mir schon zu sagen, tatkräftig mitgeholfen, dass er entstehen konnte. Und bin auch immer noch begeisterter Fan dieses Platzes. Ich spiele gern drauf. Es ist für mich einer der schönsten Golfplätze in Österreich. Hat man da nicht einmal so einen spektakulären Abschlag von irgendwo vom Felsen gemacht? Ja, genau. Von da gleich hinter uns da, von da ganz oben, hat man aufs Einser Grün heruntergeschlagen. Der Manuel Trappel, damals noch in Europameister. Europameister und auf der Tour für Vorarlberg, sozusagen derjenige, der wirklich das Golfspielen in Vorarlberg auch populär gemacht hat. Was ist besonders am Golfplatz Lech? Wie du schon mal erwähnt hast, es ist der höchstgelegene Golfplatz in Österreich. Also das ist schon mal ein großes Charakteristikum. Dazu ist er aber nicht steil, sondern er ist ja so entlang des Lech entlang gebaut worden. Du bist verheiratet? Ja. Kinder? Zwei Töchter. Toll. Ja. Und aus Hall in Tirol? Genau, das ist also, unsere Familie ist aus Hall, genau. Was war dein erster Berufswunsch, wo du klein bist? Ich wollte eigentlich das machen, was du machst. Ich wollte Journalist werden. Ja, aber jetzt hast du viel mit der Presse und öffentlich. Darum hast du so eine gute PR. Jetzt ist mir alles klar. Hast du ein Lebensmotto, weil du hast ja unerschöpfliche Batterie? Nicht ganz, aber das Lebensmotto ist wirklich, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass einem der Himmel auf den Kopf fällt. Das kommt aus dem Asterix außer. Und das ist für mich wirklich eine Art Lebensmotto. Es kann eigentlich hoffentlich nichts so schlimm werden, dass man es nicht irgendwie hinkriegen kann. Ja. Hermann, wir waren da schon rundum auf diesem wunderschönen Berg da. Da schau, Omesberg, Kriegerhorn, Rüfikopf sind wir auch gewesen und gefroren, kann man noch erinnern. Ja, kalt war es. Berge sagen dir aber schon was, gell? Ja, ich könnte jetzt gar nicht woanders leben als in den Bergen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte ja schon in meiner Berufslaufbahn die eine und andere Möglichkeit gehabt, in der Stadt zu arbeiten. Nicht nur in Österreich, sondern auch anderswo. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es dann ab einem gewissen Moment, ich könnte jetzt gar nicht genau sagen wann, aber es war dann der Moment, wo ich gesagt habe, nein, ich möchte in den Bergen bleiben. Und trotzdem etwas vermarkten, was international ist. Wunderschön da am Lech, Hermann. Ja. Direkt am Wasser. Das ist eine der Merkmale des Golfplatzes, dass er so am Fluss liegt. Und deswegen heißt es ja auch am Fluss der Zeit. Das ist das Motto vom Golfplatz, weil ja eben der Lech gleich daneben ist und man hier diese Zeit, mehr Raum, mehr Zeit ganz herrlich genießen kann. Wir haben jetzt da die Eröffnung des Golfplatzes hier beide miterlebt. Ja. Und seither hat sich da einiges getan. Ja, also der Platz ist jetzt inzwischen wirklich gewachsen. Die Fairways sind alle wunderschön grün. Wir haben ja nach biologischen bzw. nach umwelttechnischen Maßstäben ganz streng bauen müssen. Das glaube ich da. Der Platz ist da auf der Gegend herum, also wirklich im Einklang mit der Natur gebaut worden. Und man kann echt behaupten, das ist ein ökologisch hochwertiger Golfplatz.
weil da ist also überhaupt kein Dünger und nichts verwendet worden. Es sind auch ganz, ganz wenige Buschen nur entfernt worden. Also der Platz ist in seiner sehr urtümlichen Form im heutigen Zustand. Das Einzige, durch viel Pflege des Rasens erzeugt man eben diese Qualität. Und ja. Was ich noch gehört habe, da gibt es zur Belohnung einen frischen Fisch irgendwo. Genau, da gibt es noch hinten am Fischteich beim Mittermeier, Andi, einen frisch gefangenen Fisch. Selber bin ich ein großer Konsument dieser, ja. Vor allem des Saibling schon und gesund. Der Lachsforelle. Super Fisch. Ein guter Partner, das ist beim eigenen Zuhause das Wichtigste. Perfekt. Jemand, der einen hilft, bis man wirklich am Ziel ist. Apropos, Raiffeisen erfüllt mehr Wohnträume als jede andere Bank in Österreich. Raiffeisen, meine Bank. Frastanzer. Wohlbefinden, Natürlichkeit und sorgfältige Verarbeitung. Das ist das, was uns Vorarlberger ausmacht. Natürlich vom Ländle. Den nächsten Abschlag. Ist das ein schönes Loch, du? Das ist ein Traumloch. Das ist mein absolutes Lieblingsloch. Also da hat man alles. Man hat die Berg, neben uns das Omeshorn gleich, hinten sieht man Wöster, links oben das Kriegerhorn. Biberkopf auch noch. Biberkopf auch noch, genau. Wow. Und ganz ein herrliches Panorama. Hinten das liebliche Zug. Und da hat man einen herrlichen Blick auf dieses Grün. Und da schlagt man einfach gerne ab. Der passt fast ins Loch rein. Ja, Hermann, jetzt sind wir nähern uns dem Loch 10. Wunderschön da am Fischerteich. Da, gell? Ja, wunderbar. Ich würde sagen, das Anlass zum Stärkung einnehmen. Ich habe schon das Gefühl, dass ich so ein bisschen was für den Körper die regionale habe. Produkte mit aus dem Land. Schau, da. Yes. Vom Schnell kriegst frisches Brot. Schau. Sehr gut. Vom Walser ganz gute Landjäger, Vorarlberger Produkte. Wow, sehr gut. Und dann hast du noch gute drei Käsekäse vom Vorarlberg Milch. Schau. Oh ja, weißt du, die Liebe. Die und natürlich, was dazu gehört, das kleine, schön kühl. Ja. Ah, schön kühl. Das passt immer. Perfekt. Ich glaube, da habe ich die jetzt getroffen. Gell? Ja, das. Mit dem Durst und so. Darf ich dir die aufmachen? Trinke ich gern. Ja, das schmeckt auch gut. Das ist einfach gut. Bei jeder Gelegenheit, aber jetzt ist eine gute. Schön, ist schön, dass du uns da alles zeigst. Prost, Franz, Hermann. Gell? Vielen Dank, dass du mich begleitet hast. Ja, Hermann, in dem Jahr, was gibt es Neues in Lech? Ja, also heuer ist natürlich durch den Coronavirus vieles anders im Sommer. Ich möchte jetzt gar nicht mehr sagen schlechter. Die Leute sind sehr entspannt. Sind auch viele Touristen schon da? Sind viele Touristen da, sind vor allem Wanderer mit Familienanhang da. Oma, Opa, Enkel, Kinder, alles ist da. Das macht eine sehr entspannte Atmosphäre. Was uns halt natürlich abgeht, sind die Hochzeiten, sind größere Veranstaltungen mit vielen Menschen. Aber das muss man halt momentan einmal auslassen. Aber es gibt Autokino neu. Autokino war jetzt eine Idee, die auch schon der ein oder andere Ort in Österreich mit erfunden hat. Aber diese Rückerinnerung an alte Zeiten ist ja etwas, was in unseren Genen in Lech sowieso dabei ist. Und da haben wir uns gedacht, Autokino passt total gut. Da sind auch viele Filme, die haben einen Bezug ein bisschen zu Lech. Und wir haben uns gedacht, das ist eine sichere Sache. Das machen wir. Und die ersten Male waren schon super besucht. Und tolle Werbung läuft auch für den Bergsommer in Lech zuerst. Richtig, das kommt dazu. Also das ist im Vorspann und im Nachspann kann man da auch gleich
zum Bergsommer, was wir halt sonst alles so anbieten, die Wanderungen, den grünen Ring, den Lechweg, all die Wanderprodukte, den Tannenberg. Es ist also so viel, was man hier machen kann. Ja, aber es gibt auch Lech Classic. Lech Classic Festival war zuerst so, dass man gesagt hat, also in der ganz ursprünglichen Form werden wir es nicht schaffen, machen wir eine Special Edition, also eine besondere Ausgabe und mit etwas kleineren Auditorium, also weniger Besucherzahl, nicht in der Kirche, weil es ein bisschen zu eng wird, aber dafür im Sportpark Lech. Und Marlies und Franz Wagner organisieren es wieder und haben zwei große Stars mitgebracht. Das darf ich soweit schon sagen, aber am besten auf die Homepage schauen und sich dann verführen gleich Karten lassen. Sehen. Genau, gleich Karten. Da muss man sehen. Gleich zu. Aber es gibt auch Jazz. Jazz wird von Philipp Waldhardt bei uns, also einem Lecher, organisiert, die Jazzbühne Lech. Auch dieses Jahr im Sportpark, weil man eben ein bisschen Platz braucht. Und die Jazzbühne ist sogar dem ORF wert, dass er eine Ö1-Übertragung macht. Ja. Das finde ich toll. Ja. Was in Lech auch legendär ist, ist der Weiße Ring im Winter. Aber das gibt es ja jetzt im Sommer auch. Also eine 22. August. 22. August. Anmeldungen sind noch möglich, nicht mehr viele Plätze, muss ich ganz klar sagen. Und das Organisationsteam, das macht, sind alles Damen, W3. Die machen das sehr gut, machen das heuer das zweite Mal. Und wir haben natürlich auch hier wieder Corona-Spielregeln einhalten müssen. Wir achten auf Sicherheit, auf Abstand. Es gibt keine großen Partys dazu. Aber eine sportliche Herausforderung, den grünen Ring oder den weißen Ring in Rückwärtsform zu laufen. Ja, ich weiß, ich war letztes Jahr Streckenposten. Respekt. Respekt, dass du Streckenposten gemacht hast. Also, nein, wenn zuschauen geht schon noch. Aber was die Formel 1 für alle Motorsportfans ist, ist ein Ski-Weltcuprennen. Gibt es jetzt in Lech Zürs? Also es ist definitiv so, dass es ein Weltcuprennen in Lech Zürs, also beziehungsweise in Zürs in geben Zürs wird. In Zürs ist es, ja. Genau, also oben in Zürs beim Flexen, in der Flexen Arena, wie wir es jetzt getauft haben, der Hang, der neben der Flexenbahn gleich bei der Talstation steht. Und dort wird ein Parallel-Riesentorlauf stattfinden, Damen-Herren, die Damen am Freitag, die Herren am Samstag. Es wird keinen Teambewerb geben, aber es ist der Auftakt und es wird wahrscheinlich ohne Publikum stattfinden. Das wird der ÖSV und die FIS erst noch entscheiden. Aber Medien sind erlaubt und es wird auf jeden Fall im Fernsehen übertragen. Hermann, man trifft in Lech königliche Familien, Hollywood-Stars und viele Promis, aber auch ganz normale Leute aus Vorarlberg, weil sie in Lech gern sind. Warum ist das so? Warum fühlen sie sich so wohl da? Ja, das ist genau deswegen, weil eben der normale Mensch auch in Lech zu finden ist. Ich meine jetzt mal von den Lechern und Zürsern ganz abgesehen, dass die auch so auch ganz normale Leute sind und nicht, wie so manche meinen, völlig abgehoben sind, sondern ganz im Gegenteil. Die meisten mögen eben auch Skifahren und Wandern und alles das. Aber die Stars und Promis sind ja normalerweise dann auf irgendwelchen Partys unterwegs, wo sie dann ständig angesprochen werden. Hier können sie in Ruhe, ohne angesprochen zu werden, ihren Urlaub frönen. Im Winter hilft es natürlich, wenn man vielleicht auch noch einen Helm auf hat. Ja, okay, aber auch im Sommer, sie entdecken mehr und mehr den Sommer in Lech. Schön. Das es ist schön. Ja schön, unser Ländli da. Was will man noch mehr? Paradies. Ja. Ich liebe es hier zu leben und ich liebe es hier zu arbeiten. Und es ist für mich der schönste Fleck in Österreich. Ja. Wow, das ist ein tolles Schlusswort. Hermann, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du uns Lech, eine Begegnung am Berg, Lech auf einer ganz anderen Seite gezeigt hast. Und gern. Ich finde, eine wunderschöne Seite. Gern gezeigt. Herzlichen Dank. Danke, Herr Franz, fürs Kommen. Ja, liebe Zuseher, das ist jetzt eine außergewöhnliche Begegnung am Berg. Wir sind in Lech, Golfplatz. Alles, was neu ist in Lech, hat uns der Hermann erklärt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Nächste Woche wieder Begegnung am Berg. Bis dahin, habt's fein beieinander.